Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge, beziehungsweise in den letzten zwei Folgen, sind sehr viele Dinge passiert und wir müssen einmal mit König Stefan, so können wir ihn ja jetzt Ah, nennen, Dule, sprechen. unsere Freundin ist zurück. Doch wo sind Laurel und Free? Haltet euch zurück. Ich habe eine Nachricht von Erzdruidin Orlight. Wohlan denn? Sprecht. Bringt den Seher zum Tempel von Yphelon. Wenn ihr euch weigert, wird Orlight die Prophezeiung mit dem Blut ihrer Gefangenen vollenden. Wagt das nicht! Erzdruidin Orlight duldet keine Weigerung. Lasst sie nicht zu lange warten. Kommt, wir haben viel zu besprechen. Ja, das befürchte ich gerade auch. Verdammt sein Orlight und ihr Feuersang! Sie haben Stadtbewohner gefangen genommen, bevor sie geflüchtet sind, doch wir wussten nicht warum. Jetzt wissen wir's. Sie plant, sie als Opfer zu missbrauchen. Verdammt seien ihre Augen! Halt! Wo sind Laurel und Free? Habt ihr sie nicht mitgebracht? Der Feuersang hat Druidin Laurel gefangen genommen. Sie wurde nach Yphelon gebracht. Laurel, gefangen! Nehmen diese Schandtaten denn kein Ende? Unsere Streitmächte erholen sich noch von der Belagerung Vastyrs. Doch selbst bei voller Stärke wäre ein Angriff auf den Feuersang auf seiner Insel schwierig. Was ist mit Free? Ist der Geist mit euch zurückgekommen? Free wartet im Rankenviertel. Wir haben in Efeuheim eine Vision über den Tod des letzten Druidenkönigs gesehen. Vision und Prophezeiung, damit begann dieses Chaos! Wenn Orlight den Seher nicht bekommen kann, wird sie das Blut von Laurel und meinem Volk missbrauchen, um Druidenkönigin zu werden. Sagt mir, dass ihr etwas gefunden habt. Gebt mir einen Anlass für Hoffnung. Ich brauche sie dringend. Es gibt auf Yphelon einen mächtigen Wächter. Free glaubt, man könnte ihn gegen den Feuersang wenden. Ein Wächter? Das kann gut oder schlecht sein, meine Freundin. Ich ertrage es nicht, dass Laurel in den Händen des Feuersangs ist. Doch wenn Free uns helfen kann, Erzdruidin Orlight zu besiegen, verschwöre ich dieser Sache mein Haus und mein Leben. Hab Dank. Vielleicht sind wir am Ende doch nicht hilflos. Ja, und damit schließen wir diese Quest ab. Wir bekommen eine erfüllte Schulter vom Set Phönixmotten-Teurig, wie auch immer das ausgesprochen wird. Einmal den Druidenkartensatzfragment des Träumers und einen Fertigkeitspunkt. Der Feuersang hat während seines Angriffs auf Vastyr Gefangene gemacht. Und sie haben Druidin Laurel. Ich muss mein Volk beschützen, doch ich kann nicht ein Leben für ein anderes tauschen. Oder sogar gegen viele. Es sei denn... Ja, wir geben Erzdruidin Orlight genau das, was sie fordert. Ihr wollt Free Erzdruidin Orlight übergeben? Free ist unsere Geheimwaffe. Dule wird Free zum Tempel von Yphelon bringen, wie Erzdruidin Orlight es verlangte. Während Free sie dann mit diesem Wächter hinhält, von dem ihr mir erzählt hattet, retten wir beide die Gefangenen vor dem Feuersang. Einschließlich Laurel. Wie machen wir das? Wir landen mit meinen Rittern auf der anderen Seite der Insel an, während Orlight ihr Ritual durchführt. Ich sorge für eine Überfahrt nach Yphelon. Findet Free und bringt Sen dazu, diesem Plan zuzustimmen. Trefft mich danach am Anleger. Ihr werdet reich belohnt werden, meine Freundin. Ich suche Free im Rankenviertel und frage, ob Seer bereit wäre, diesen Plan zu unterstützen. Dule wird Free zur Galeone des Hauses Mornar bringen. Er eskortiert Sen nach Yphelon und beschützt Sen, während wir Druidin Laurel und die anderen retten. Was unseren Transport angeht, müssen wir etwas anderes arrangieren. Ich treffe euch bald am Anleger. Was, wenn Free sich weigert, bei diesem Plan mitzumachen? Dann werden wir trotzdem versuchen, die Gefangenen vor Erzdruidin Orlight zu retten. Falls Free nicht bereit ist, uns zu helfen, werde ich nicht versuchen, Sen zu zwingen. Wir werden unser Bestes tun, auch ohne die Ablenkung, die Free bieten könnte. Wenn wir nicht mit Dulev und Free segeln, wie gelangen wir dann nach Yphelon? Ich habe vor, Kapitän Siravens Schiff anzuheuern. Die verrückte Jungfer ankert vor den Mauern von Vastyr. Und Siraven hat nichts für die Feuersangdruiden übrig. Ihr Schiff und ihre Mannschaft sind kampferprobt. Sie wären bestens geeignet für das, was wir vorhaben. Gar nicht so doof. Ehrlich gesagt hatte ich sie jetzt schon vergessen. Ihr meint, ihr könnt Kapitän Siraven überzeugen, uns zu helfen? Kapitän Siraven scheint jemand zu sein, die ihre Schulden begleicht.
Ohne eure Hilfe wären ihr Schiff und ihre Mannschaft noch immer in der Hand der Grauensegel und Meeresfürst Nalos würde noch leben. Vielleicht erinnere ich sie daran. Und mein großzügiges Angebot in Gold dürfte wohl auch helfen. Ja, da bin ich mir sicher. Okay, reden wir mit dir nochmal? Ich mag den Kurs, den Sir Stefan vorgibt. Ich trage gern meinen Teil dazu bei und bringe Free nach Ifelon, wenn damit der Feuersang abgelenkt werden kann. Die Frage ist nur, ob Free bereit dazu ist und ein Geheimnis bewahren kann. Glaubt ihr, Erzdruidin Orlight würde ihre Bedrohung wahrmachen und Blutopfer darbringen? Sie verbündete ihren Zirkel mit den grauen Segeln, brach die Waffenruhe des Drauife und ermordete Erzdruide Raval. Es ist offensichtlich, dass Orlight andere verletzen oder töten wird, um zu bekommen, was sie will. Weshalb ich mir Sorgen um Druidin Laurel mache. Wofür braucht Erzdruidin Orlight Druidin Laurel? Um an Free heranzukommen. Der Geist mag Laurel. Sie verbrachten viel Zeit miteinander, nachdem Laurel Free nach Galen geholt hatte. Orlight kann Free für ihre Zwecke einspannen, indem sie Laurel bedroht. Tuvaka weiß, dass Orlight keine leeren Drohungen macht. Nun gut, dann sprechen wir mal mit Free. Die ist natürlich wieder im anderen Teil. Nee, Moment, da muss ich einmal hier runter. Ui. Und einmal hier durch, glaube ich. Ja, das mit der Kathedrale ist doch mittlerweile schon alt. Von den Reben zu ach hier. Seht, das Grün hat diesen Ort des Steins nicht aufgegeben. Es gibt Blumen, Insekten, Leben. Laurel, Freundin, ich habe nachgedacht. Wie können wir Druidin Laurel helfen? Ich will nicht, dass ihr Leid zustößt. Doch keine Blumen blühen. Kein Gedankensamen sprießt. Ich bin... traurig. Sir Stefan hat einen Plan, falls ihr zu helfen gewilligt seid. Ich bin sehr gewachsen seit meinem Erwachen. Aufgeblüht, fand Freunde. Druidin Laurel ist meine Freundin. Was kann ich tun, um zu helfen? Erzdruidin Orlight verlangt, dass wir euch zu ihr schicken. Sonst tötet sie Druidin Laurel und die anderen Gefangenen. Anderen würde etwas zustoßen? Meinetwegen? Nein, das ist nicht mein Zweck. Das ist falsch. Doch die Erzdruidin braucht mich, um die Samen wachsen zu lassen. Um die Insignien neu zu schmieden. Um sie zur Druidenkönigin zu machen. Das ist auch falsch. Wir wollen nicht, dass ihr das tut. Haltet sie einfach hin. Wir retten die Gefangenen. Dann helfen wir euch. Ah, Verständnis schneidet durch Wolken wie die Sonne. Täuschung. Erzdruidin Orlight wird versuchen, mich zu zwingen. Mich nötigen, das zu tun, was sie will, und nicht das, was König Kaso rein wollte. Doch Udyr, der Wächter, ist dort. Er wird mir helfen. Also werde ich euch helfen. Duliv kommt, um euch zu einem Schiff zu bringen. Geht mit ihm. Der Rest von uns nimmt ein anderes Schiff. Ich werde mit Freund Duliv gehen. Mich selbst Erzdruidin Orlight aushändigen. Dann erwecke ich Udyr, den Wächter. Rufe ihn, um seine uralte Pflicht zu erfüllen. Bitte, findet Druidin Laurel, rettet sie. Zu viel Blut hat diese Inseln schon getränkt. Hab Dank, Free. Sir Stefan und ich finden euch auf Ifelon. Ich bin anders als nach dem Hervortreten aus der Laube. Ich werde nicht so leicht vom Feuersang oder seiner Erzdruidin gebunden werden. Nicht noch einmal. Erzählt mir von Udyr, dem Wächter. Udyr, der Geist, den wir in der Vision sahen. Sein Zweck ist es, Dinge zu schützen. Die Samen, den Tempel, vielleicht sogar mich. Wenn der Augenblick kommt, kann ich, so glaube ich, den Wächter erwecken. Wird das reichen, um die Erzdruidin aufzuhalten? Ich weiß es nicht. Könnt ihr immer noch die heiligen Samen spüren? Ja,
Sie sind zusammen, aber fern. Weit entfernt. Im Tempel von Yphelon. Sie regen sich, werden unruhig. Bald werden sie wachsen, singen. Könnt ihr denn nicht entscheiden, die Samen nicht neu sprießen zu lassen? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ob wohl oder weh, die Zeit ihres Erwachens naht. Und wenn Erzdruidin Orleid anderen Leid zufügt, um mich zu zwingen, ich will nicht, dass meinetwegen Blut vergossen wird. Nun gut, Free. Ich muss mal schauen, wie ich jetzt hier am besten durchkomme. Seid ihr bereit, mit mir nach Yphelon zu reisen? Ja, Freund Dolev. Ich bin bereit. Mehr sagt er nicht. Ja, toll. Jetzt bin ich extra nochmal zurückgelaufen. Moment. Jetzt laufe ich wieder falsch. Jetzt bin ich extra nochmal zurückgelaufen, weil ich gedacht habe, es gibt hier noch einen Dialog, den wir noch zuhören können. Aber nein. Wo muss man denn hin? Dahin. Sind wir uns einig, Kapitän Siravent? Ihr bringt uns nach Yphelon und wir erledigen den Rest? Ja, Sir Stefan. Das Ruderboot am Pier wird euch auf die verrückte Jungfer bringen, wenn ihr bereit seid. Und? Kapitän Siravent und ich sind uns einig geworden. Ich darf die verrückte Jungfer anheuern. Insbesondere, wenn sie Gelegenheit bekommt, dem Feuersangzirkel eins auszuwischen. Sie hat noch nicht genug alte Rechnungen beglichen. Ist Free bereit, nach Yphelon zu gehen? Das hört sich immer so geil an. Ich darf die verrückte Jungfer anheuern. Ich habe zuerst gedacht, der meinte sie. Free will Druidin Laurel helfen. Sea ist jetzt bei Dulev. Gut. Gib Kapitän Siravent Bescheid, sobald ihr bereit seid, in See zu stechen, während ich einige meiner Ritter zusammenrufe. Mit etwas Glück kann die verrückte Jungfer uns unbemerkt nach Yphelon bringen. Wir können bei der Zunderbrandung anlanden. Wir glauben, dort halten sie die Gefangenen fest. Wie soll das genau gehen? Dulev wird Free zum Tempel von Yphelon bringen. Hoffentlich werden sich alle ganz auf Free und die Pläne der Erzdruiden konzentrieren, wenn wir eintreffen, sodass niemand auf uns achtet. Doch seid gewappnet, meine Freundin. Ich habe keinerlei Zweifel, dass uns ein Kampf erwartet. Ich werde Kapitän Siravent sagen, dass sie mich zur verrückten Jungfer bringen soll. An Bord eines Piratenschiffs der Meereselfen in die Schlacht zu segeln? Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals tun würde. Sprecht mit Kapitän Siravent, sobald ihr bereit seid, an Bord zu gehen. Meine Ritter und ich folgen euch. Was wisst ihr über den Tempel von Yphelon? Er ist eine große Halle, die in eine natürliche Kaverne und alte Lavaröhren unter dem Feuersangberg gebaut wurde. Die Druiden errichteten ihn, nachdem König Kasorein sie zu diesen Inseln führte. Erzdruide Raval hat mich einmal dorthin mitgenommen. Ihr wart also schon im Tempel von Yphelon? Vor Jahren, als ich noch bei der Steinlehre lernte. Damals war der Feuersang stärker mit den anderen Zirkeln verbunden. Wir besuchten nur die äußeren Kammern. Der zentrale Bereich wurde vor langem versiegelt, nachdem er das Grabmal des letzten Druidenkönigs wurde. Das heißt, wir reisen also quasi dahin, was wir im Traum gesehen haben. Dann hat das Gräflein euch auch überzeugt, auf diese kleine Exkursion zu gehen? Gut, wir können noch eine ruhige Hand brauchen. Versucht einfach, euren Mageninhalt nicht auf meinem Schiff zu verteilen, sobald wir die offene See erreichen. Keine Sorge, ich musste leider schon mit vielen Schiffen mittlerweile mitkommen. Wie erreichen wir euer Schiff, Kapitän? Steigt einfach in das Ruderboot, sobald ihr bereit seid, und es wird euch hinüber zur verrückten Jungfer bringen. Danach segeln wir nach Yphelon, so schnell uns die Winde tragen können. Denkt aber daran, auf der verrückten Jungfer bin ich der Kapitän. Wenn ich euch etwas sage, dann tut ihr es. Ein magisches Ruderboot mit, wie ich das sehe, nur einen Paddel. Das ist schön. Rechnet ihr mit Problemen auf der Reise? Der Feuersangzirkel ist mit mindestens 3 guten Grauensegelkriegsschiffen davongesegelt. Ich bezweifle, dass diese Austernschäler wissen, wie man mit ihnen umgeht. Doch sie sind irgendwo da draußen. So wie alle Schaluppen, mit denen sie von Insel zu Insel kommen. Es könnte hohen Seegang geben. Ich steige in das Ruderboot, sobald ich bereit bin. Falls ihr vorhabt, mit dem Rest von uns nach Yphelon zu reisen, so steigt in das Ruderboot. Die verrückte Jungfer ankert jenseits der Spitze. Ansonsten müsst ihr sehr weit schwimmen. Was haltet ihr von Sir Stefans Plan? Meine Rolle ist ganz einfach. Euch, das Gräflein und seine Ritter nach Yphelon bringen. Anschließend bringe ich alle, die ihr rettet, zurück nach Galen. Es wäre wohl etwas abgeschmackt, wenn ich davon segle und Lösegold verlange. Naja, ich meine, was einmal funktioniert, funktioniert vielleicht auch zweimal.
Warum helft ihr uns? Ich dachte, ihr wärt hier fertig. Sir Stefan hat mich bezahlt. Angesichts des Ärgers auf Galen gibt es als Piratin nicht viel zu holen. Aber Söldnerarbeit, die hat Aufwind. Außerdem könnte ich einen Hafen brauchen, in dem die Leute den Goldklingen wohlgesonnen sind. An den meisten Orten wollen sie uns ohne viele Fragen zu stellen ermorden. Hört sich doch interessant an. Ja, da ist tatsächlich nur ein Paddel drin. Das Bild sah jetzt gerade nicht gut aus. Angegriffen. Der Feuersand hat uns in diesem Nebel gefunden und geentert. Hoch ans Deck und wehrt ihn ab. Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Meine Freundin, machen wir das Deck frei. Jo, machen wir. Nur ich muss mich ein bisschen umstellen, weil ich befürchte, ich weiß nämlich, was gleich kommt, wenn das die Szene war, die ich im Kopf habe. Das Meer wird euer Grab. Ich gebe jetzt mal ein bisschen. Aber ich soll nur verteidigen. Ich soll jetzt nicht die Leute hier alle wegmachen, oder? Du bist da unten. Funke, alles okay mit dir? Funke wird böse. Funke sauer. Mal hier auch was machen auf der anderen Seite? Oh, anscheinend nicht. Gute Arbeit! Jetzt aufs Achterdeck und gebt Bescheid, wenn ihr etwas seht. Da sind noch mehr Schiffe im Nebel. Ich kann sie riechen. Stinken die so? Ich wusste es. Feuer sein Kriegsschiffe Backbord. Läutet die Glocke, Söldnerin. Dann kommt raus, die Klinge und die Balliste. Balliste bereit machen. Ja, aber erst, wenn die Flächenangriffe weg sind. Wo sind denn... Bei ihr, oder? Da ist die Balliste. Treffer mit Schiff! Das Zunderpech brennt! Jetzt zum Heck und... Verdammt! Alle mal älter, man kann das werden! Der Feuersand greift an! Achso, das war gar keiner. Das war nur einer hinten im Schiff. Ihr seid unehrlich. Ihr habt die Wahl. Gegen das letzte Feuerbandschiff ein. Wo sind die Ballisten? Wo sind die Ballisten? Die anscheinend nicht. Erst wenn der letzte von denen tot ist. Geht zur Buchballiste. Wir haben es geschafft. Nein, haben wir noch nicht, Funke. Wir müssen noch die Balliste machen. Hallo? Hallo? Gute Arbeit, meine Freundin. Söldnerin, der Feuersang-Anführer ist an Deck. Kümmert euch um ihn. An welchem Deck? Ihr widersetzt euch dem Feuersang? Oh, Leute. Hallo. Können wir jetzt hier mal angreifen?
kann? Ich mache kurzen Prozess mit euch. Naja. Kommt, Heidi! Diese Hört auf, nein. Kapitän. Sie sprecht mit mir. Ja. Nein, ja. Hallo? Ich denke, die Schlacht ist gewonnen. Wieso kämpfen die noch weiter? Ah! Okay, er arbeitet unten daran, dass das hier dieses Brett da, mit dem sie geentert haben, dass das wegkommt. Ihr kämpft wie eine Meereselfin. Ich würde jederzeit mit euch in die Schlacht segeln. Nun bleibt aus dem Weg und lasst meine Goldklingen die verrückte Jungfer befreien, damit wir uns auf den Weg machen können. Ich soll also gar nichts anderes für euch erledigen? Eure Arbeit hier ist getan, Söldnerin. Geht unter Deck und ruht euch für den Kampf auf Üphelon aus. Die wahre Schlacht liegt noch vor euch. Meine Mannschaft kann sich um die Feuersangschaluppe kümmern, die neben uns ausbrennt. Was kommt als nächstes? Das Gräflein hat mich angeworben, um ihn und seine Ritter nach Üphelon zu bringen. Und genau das werde ich machen. Wir haben an die Grauensegelschiffe, die der Feuersang aus Vastyr mitgenommen hat, gedacht. Doch es könnte noch mehr von ihnen geben. Je früher wir uns auf den Weg machen, desto besser. Ich gehe unter Deck. Keine Angst, Söldnerin. Geht unter Deck, Söldnerin. Hallo? Wir übernehmen den Rest. Darf ich vielleicht zu Ende sprechen? Das war eine harte Schlacht. Drei Schiffe gegen eines schien ein beträchtlicher Nachteil zu sein. Doch genau deshalb hatten wir ja Kapitän Siravan angeheuert. Warten wir unter Deck, meine Freundin. Die wahre Schlacht steht uns noch bevor. Wie es allerdings mit dieser Sache weitergeht, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.